und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz, ganz viele haben sich mal wieder ein Telefonstreichvideo gewünscht und meine Mama wollte auch unbedingt eins drehen. Also ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr, ein Video zu drehen, aber Mama hat mich dann doch noch überredet, dass wir jetzt am späten Abend noch ein Video drehen. Und zwar werden wir heute ein Telefonstreichvideo drehen. Und zwar haben wir hier sechs Zettel mit jeweils 5 Begriffen. Und 6 Zettel, wo wir anrufen müssen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen gleich an und wünschen euch viel Spaß. Gast im Video, deswegen darfst du anfangen. Oh. Ich darf anrufen. Übrigens, meine Haare sind gelb. Ja, ich weiß. Bei Tierarzt. Wahrscheinlich haben die richtig zu tun. Mein Name. Ich hoffe, Sie haben kurz Zeit. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Und zwar haben wir eine Fledermaus gefunden und wir wissen jetzt nicht so richtig, was wir machen sollen. Die sieht so blass aus. Wir wissen nicht genau, ob die eine Blutkonserve oder irgendwas braucht. Rufen Sie doch die Feuerwehr bitte. Bei der Fledermaus die Feuerwehr anrufen? Ja, weil also in der Regel ist Deutschland voll gut frei. Bei Fledermäusen ist man sich nicht immer 100% sicher. Deshalb würde ich Sie doch bitten, dass Sie da die Feuerwehr anrufen. Und wer muss das bezahlen? Ich glaube keiner, aber ich weiß das nicht genau. Nicht, dass ich dann anfange zu weinen, wenn die Rechnung kommt, dann brauche ich so viel Taschentücher. Gut. Also einfach die 112 anrufen und sagen, ich habe eine Fledermaus gefunden? Ja. Okay, alles klar, dann versuche ich das mal. Ja, machen Sie mal. Okay, und gut. Vielleicht behandeln die meinen roten Hasen auch. Bis dann, tschüss. Ja. Ja, aber du hast tollmütig gesagt, aber die hat tollmütig gesagt. Hast du tollmütig gesagt? Nee. Nein, geht eigentlich nicht, aber du... ich hab verloren. Ja, aber voll gut trotzdem. Ja? Okay. So für das erste Mal, ne? Ja, okay, jetzt bin ich dran. Oh, ich hab bei sowas immer so Schiss. Ich hoffe, ich krieg nicht, was ich nicht will. Also, welches ich nicht will. Ich muss im Einkaufszentrum, also in einem Einkaufszentrum anrufen. Guten Abend, Herr Müller, mein Name. Und zwar bin ich da richtig. Ja. Und zwar hätte ich nämlich mal eine Frage. Und zwar, ich bin halt ein Tourist und war halt. Ich habe sehr, sehr viel Gutes davon gehört. Und zwar wollte ich jetzt fragen, ob wirklich das, was ich gehört habe, auch gestimmt hat. Und zwar, stimmt es, dass Sie Steckdosen haben? Ja. Und gibt es bei Ihnen WLAN? Ja. Okay. Und Sie haben ja da richtig viele verschiedene Läden. Und zwar besuche ich schon richtig lange eine rosa Hose mit Punkten. Oh, na, ich muss... Sie sind hier in der Sicherheitszentrale gelandet. Oh. Ja, ist aber kein Problem. Wir kennen uns mit den Läden. Also ich denke mal, hier sind genug Läden für Mädels, wo es sich lohnen würde, mal umzukommen. Okay, sehr gut. Und zwar, das ist aber eigentlich sehr gut, dass ich bei Ihnen gelandet bin, weil... Nämlich bei mir ist es nämlich, ich habe nämlich einen Hund und mein Hund hat nämlich letztens auf dem Einkaufszentrum, ist mir jetzt ein bisschen peinlich zu sagen, auf den Boden gekackert. Und wenn das jetzt bei mir passiert, dann kann ich es einfach wegmachen oder werde ich dann bestraft? Na, bestraft werden wir nicht, aber wenn wir es wegmachen, dann wäre es schon schön. Okay, danke schön. Ja, okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, ebenso. Tschüss. Tschüss. Scheiße, ich habe das Wort nicht gesehen. Tragen Sie vielleicht die Brille? Scheiße. Oh, ich hätte noch sagen sollen, tragen Sie vielleicht eine Brille, dann könnte ich mich bei Ihnen bedanken, wenn ich vorbeikomme. Oh nein, ich hab... Ja, aber der hat bei WLAN... Die hat WLAN in LP12. WLAN. Der hat bei WLAN ja gesagt. Da haben wir schon WLAN verstanden. Okay, gutes Nächste. Ich möchte nicht die Shisha-Bar. Ja, wo sind denn unsere Wörter? Hier. Nee, ja, okay. So, los. Das Kino möchte ich gerne. Ich will nicht die Versicherung. Ich hab das Kino! Ah! Hallo, guten Tag, mit wem spreche ich denn? Achso, hallo Chantal, ich habe kurz eine Frage. Ich habe neulich gehört, dass es so einen ganz tollen Film gibt, der heißt Casablanca. Gibt es den bei euch? Läuft der bei euch? Ich kann mal ganz kurz nachgucken, ob der läuft. Oh, das wäre total super, weil ich habe gehört, da soll so ein süßer Häftling mitspielen. Ich weiß jetzt den Namen nicht von dem Schauspieler. Casablanca 2 oder so.
Casablanca. Casablanca. Gucken gerade mal auf den Plan. Auf dem Bild muss irgendwie ein Wellensittich sein oder so. Ich habe irgendwie gehört, dass der letzten Monat rausgekommen ist. Letzten Monat soll er rausgekommen sein. Den Level, denke ich mal, bekommen wir den nicht rein. Der steht hier auch nicht auf unserer Liste drauf. Deswegen, vielleicht einfach mal gucken wir mal auf eine andere. Nee, aber bei uns steht er auf jeden Fall nicht drin. Welche Filme laufen denn gerade bei euch so? Bei uns läuft gerade 50 Shades of Grey. Oh, cool! Cool, 50 Shades of Grey, wann läuft der heute noch? Der läuft heute noch um 20 Uhr einmal und noch einmal um 22:30 Uhr. 20 Uhr müsste ich schaffen, ich müsste vorher noch zum Zahnarzt. Habt ihr zufällig Nachos mit Creme Fraiche, weil ich darf dann immer nicht so viel essen? Wir haben Nachos mit Käsewurst und Salsa. Ach super, okay. Dankeschön, ja? Vielen Dank, tschüss. Aber die war voll lieb. Ja, die war richtig lieb. Oh. Casablanca ist schon ein alter Film. Ich glaube, dass sie den reinbekommen. Okay. Ich habe so Angst, ich will nicht bei der Versicherung anrufen. Mhm. Okay. Das ist das so an. Hallo, Müller mein Name. Und zwar hätte ich mal eine Frage. Mir wurde ihr Restaurant nämlich empfohlen, weil man da irgendwie, also ich weiß nicht, ob stimmt, sitzt man da auf Sitzkissen? Ja, kriegt man auch. Okay, sehr cool. Und kann man bei Ihnen auch eine Online-Rechnung machen, weil mir wurde gesagt, also ich habe es im Internet gelesen, es geht momentan jetzt auch irgendwie mit einer Krankenkassenkarte. Nee, das stimmt nicht. Nee? Okay. Nee. Okay, weil irgendwie, ich war mal in so einem Rattenrestaurant und da hatte ich auch so einen Hahn in der Buchstabensuppe. Aber ich habe alle Wörter gesagt. Ich habe das gar nicht gemacht. Egal, es zählt, weil ich habe alle Wörter gesagt. Das Rattenrestaurant, aber. Mit Buchstabensuppe musste ich dann lachen, weil man sagt nie. Mann, aber das zählt, weil ich habe alle Wörter gesagt. Ich bekomme die Versicherung. Ja. Da wollte ich nicht anrufen. Für Kranken- und Lebensversicherungen drücken Sie bitte die 2. Für Privathaftpflichtversicherungen drücken Sie bitte die 3. Wie heißen Sie bitte? Meine. Cool, alles klar, ich heiße nur Müller. Ich habe kurze Frage. Hallo, guten Tag. Ich bin, glaube ich, bei Ihnen bei der Privathaftpflicht, ne? Gelandet. Ja, okay. Ich wollte fragen, was man bei Ihnen so versichern kann. Also ich bin erst 18 Jahre alt und fange jetzt an mit meinen Versicherungen und deswegen wollte ich mal fragen, wie sieht es denn aus zum Beispiel, wenn mein Hund mein Handy gefressen hat? Kann man das versichern? Ihr eigenes Handy können Sie nicht versichern. Okay. Sie können aber Handys von Dritten versichern. Das heißt, wenn Ihr Hund jetzt das Handy von einem Bekannten zerstört würde zum Beispiel, das wäre möglich. Und klingelt das dann im Bauch? Nein. Das war eine blöde Frage, ne? Ja, okay. Und... Das ist so blöd. Das sagst du mir nicht. Das auch im Bauch, das ist doch gar nicht drauf. Das hat mich zwar interessiert, was der dazu sagt. Das also, war so scheiß Wörter. Ist jetzt die Shisha-Bar. Also eine Shisha-Bar und da muss ich jetzt anrufen. Hallo, Koch mein Name. Und zwar habe ich hier gerade auf dem Bildschirm Ihre Shisha-Bar gesehen und habe mich sehr, sehr für, dafür interessiert und wollte fragen, ob man da irgendwie reservieren muss. Ja, heute? Ja. Ja, dann gib mir mal deinen Namen durch. Koch. Okay, wie viele Personen? 10. 10 Personen, ja. Ja, und ich habe bei Wikipedia nämlich gelesen, dass es jetzt nämlich so eine neue Shisha gibt mit grünem Rauch. Haben Sie das auch? Okay, schade. Und Minz- oder Tulpengeschmack?
Haben Sie Minz- oder Tulpengeschmack? Keine Ahnung, das hatte ich letztens nämlich in der Shisha, aber das hat irgendwie so, also es hieß nicht, also es hat so nach Erdbeer geschmeckt, aber war halt nach... Man bist du so blumig jetzt sagen müssen. Blumig. Soll ich jetzt noch einen neuen anrufen oder was? Nee, du hast doch alle Sachen gesagt, oder? Ja. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video mit meiner Mami. Und wenn ihr nochmal eine Telefonstreich-Challenge sehen wollt von uns beiden, dann sagt uns einfach Bescheid oder beziehungsweise zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Und dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.